Und tschüss. Gucken wir mal, was hier unten so ist. Also ich habe schon gesehen, da oben ist auch ein Item. Da ist auch ein Item. Riesenpilz. So viele Pilze hier. Und hier auch noch was. Ein Flottball. Wenn ich mal wieder in diesem Spiel ein Pokémon fange. Oh, was denn jetzt? Hallo, hallo, junger Trainer. Auf Insel Wanderschaft. Lass mich mal sehen, wie viel Zeitkristall du bisher gesammelt hast. Ich hab... du hast nicht genug. Es scheint derzeit noch keinen vom Typ Elektro. Um ihn zu bekommen, musst du von Route 10 aus mit dem Bus zu Okulani Sternwarte fahren und die dortige Prüfung absolvieren. Und was gibt dir das Recht, mich nicht durchzulassen? Hast du irgendwie eine Lizenz oder so? Stellt euch mal vor, das echte Leben wäre so. Stellt euch mal vor... Weiß ich nicht. Ihr wollt in die Schule gehen. Weil ich mal davon ausgehe, ihr geht noch zur Schule, ihr kleinen Stecker. Oder von mir aus zur Arbeit. Aber auf einmal steht da irgend so eine Tante und lässt euch nicht durch. Warum lässt ihr euch nicht durch? Weil ihr nicht genug Edelsteine mit euch rumtragt. Ihr braucht zwei Edelsteine. Ihr müsst sie nicht mal bezahlen, ihr müsst sie nur bei euch haben. Habt ihr nicht, deswegen dürft ihr nicht durch. Route 10, dort haben wir Vogelpokémon das Leben schwer gemacht. Wenn du dorthin willst, sollst du dich in Malihe City gut vorbereiten. Gehen wir. Hallo, mein Kind, du bist ein Trainer auf Inselwanderschaft. Hätte eine Bitte. Dann erkläre ich mal. Route 10 ist weitläufig. Genau der richtige Ort, um sein Pokémon ein wenig Auslauf zu verschaffen. Wenn wir Lucy kriegen... Also meine Verluse kriegen in letzter Zeit nämlich viel zu wenig Bewegung. Jetzt lasse ich schon mal aus ihren Pokébällen, damit sie hier austoben können. Das hätten längst zurück sein sollen und langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Ich würde ja suchen gehen, aber mit meinem Alter ist das nicht so leicht. Wenn du in der Gegend auf Verluse stößt, dann musst du mir es sagen und soll zu mir zurückkommen. Meine Kleinen sind manchmal recht frech. Tut mir leid, ich hatte nicht mehr Bock, das so vorzulesen. Heißen auch sehr schlau. Ein gutes Näschen. Sie finden ihren Weg zu mir. Willst du mir helfen? Ja, gut. 8 Stück, scheiß rein. Okay, sie hat 8. Das hier. Schön, dass immer die Musik aufhört und immer diese alberne Musik kommt. Oh, cool, ich habe Limonade dafür gefunden. Dafür hat sich gelohnt. Da ist eins. Oder auch nicht. Wow, Ebitak. Beruhig dich mal. Ich habe dir gar nichts getan, ja. Kann ich nicht einfach abhauen? Ja. Machen wir es mal einfach. Okay, ich kann nicht durch wegen dem Kerl da. Der da will kämpfen. Machen wir auch sofort. Ich guck noch mal kurz hier, ob hier noch irgendwas ist. Okay. So, Mann im... Ach, das soll ein Feuerwehrmann sein. Ich dachte schon, was hat der da? Ist das ein Elektriker oder so? Ha. Aber kein Helm. Feuerwehrmann Mike. Klingt eigentlich mehr wie so ein Stripper, aber okay. Und er hat ein Quadruzzi. Eigentlich echt ein cooles Pokémon. Okay, und ich bin dick im Typ Nachteil. Frag mich, ob ich trotzdem meine super duper Feuerattacke einsetzen soll, aber ich glaube, ich fange erstmal mit Biss an. Oh, der darf zuerst. Gut. Ich dachte, ich könnte ihn so zurückschrecken lassen. Zum Glück macht er jetzt nur die Attacke und die hat auch nur zweimal getroffen. Vielleicht darf ich ja diesmal zuerst. Ne. Oh oh, jetzt bin ich im Nachteil. Gut, jetzt lohnt sich gar nicht mehr die Feuerattacke einzusetzen, weil die sollte, glaube ich, um, sind das 50% geschwächt sein, weil es jetzt regnet. Zusätzlich noch zu dem, dass es sowieso die Hälfte abzieht, weil der ein Wasser-Pokémon ist. Also es würde echt einen Furz an Schaden machen. So, aber da er es ja gar nicht mal ausnutzt, sondern stattdessen Duplex-Hieb nur einsetzt, habe ich noch eine Chance, das hier ganz, ja, für mich zu gewinnen. Sei denn, er zerstört mich mit der nächsten Attacke. Oh, das kann sogar sein. Schmerzen. Das waren zu viele Schmerzen. Verdammt, ey. Der hat mich echt so sehr in Sicherheit gewogen und dann mich mit einem Schlag zerstört. Das macht mich ganz schön traurig. Okay, Felinaris auch geschwächt. Noch vom vorherigen Kampf dann. Oh, jetzt kommt noch Body Slam dazu. Das überlebt er aber. Oh, natürlich bist du paralysiert, du Monster. Also, der Gegner ist das Monster. Okay, Felinara sieht... ist jetzt auch nicht in einem guten Zustand. Wahnsinn.
dass dieses Kapuzin noch ganz zum Schluss gerissen hat. Jetzt verzieh dich, oder ich verzieh mich. Ey, da ist doch so eins. Geh weg. Also geh. Ich hoffe, der ist zu seinem Besitzer gelaufen. Da ist noch einer. Ach komm, noch nicht noch ein Ibitak. Ja, das ist auch echt gut, weil das Pokémon, was ich jetzt vorne habe, ist paralysiert und darf wahrscheinlich gar nicht erst fliehen. Probieren wir es mal aus. Komm, lass mich mal gehen. Natürlich nicht. Okay, dann töte es, ganz ehrlich. Du willst es doch tot sehen, dieses Felinara. Dann nimm es dir. Oder ich darf jetzt abhauen. Gut. Also eigentlich gar nicht gut. Naja, wir schon mal. Das war der zweite. Und noch ein Paraheiler. Aber ich bin zu geizig, das einzusetzen, liebe Freunde. Weil ich glaube trotzdem, dass der nächste Trainer es einfach trotzdem mit einem Schlag töten kann. Das würde mich voll traurig machen. Willst du kämpfen? Die will gar nicht mal kämpfen. Oh, guck mal. Ja, mein Geiz hat sich ausgezahlt. Und glaub nicht, dass ich dich nicht gesehen habe da hinten. Ich komme nur nicht dran. Sind hier versteckt. Vielleicht habe ich sogar schon einen übersehen. Ja, jetzt. Drei haben wir schon. Noch ein Mini-Pilz dazu. Wer will denn jetzt hier kämpfen? Ihr habt doch diesen Schattierungseffekt gesehen. War das die da? Du warst das. Hey! Interessierst du dich für mein Pokémon? Interessierst du dich für mich? Oh. Lady, beruhig dich mal. Okay. Ist jetzt Tradition, nur ein Pokémon zu haben? Von den Gegnern? Ja. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber ich gehe mal von einem Pflanzen-Pokémon aus. Vielleicht Pflanze Fee. Es wird einfach pulverisiert, denke ich mal. Weiß nicht, ob es ein One-Hit wird. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ich glaube, das wird schon guten Schaden machen. Also wenn die Attacke mal in 30 Sekunden dann irgendwann mal durchgeführt wird, dann wird es wahrscheinlich guten Schaden machen. Gut. Damit wäre der Drops gelutscht. Der Level-Up hier ist auch gelutscht. Du nervst! Ach, jetzt hasst man mich auf einmal. Frauen, ne? Wir können nicht mit ihnen und wir können nicht ohne sie. So heißt es doch. Naja. Was erwartet uns denn hier noch Schönes? Erstmal laber ich dich da an. Jetzt habe ich nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, das ist der vierte. Von acht. So, da hinten leuchtet was. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Items auf jeden Fall. Was ist das denn? Achso, da ist noch so ein Verlusi. Wow, ein Panzer-Aeron. Das ist ja ein cooles Vieh. Ja, ich habe ja schon ein Flug-Pokémon, wisst ihr? Dann würde ich... Oh, du lässt mich ja gar nicht mal gehen. Okay. Ja, dann tob dich an mir aus. Schambatzen wirkt. Nicht schlecht. Naja, nicht schlimm, die KP kann ich mir jederzeit zurückziehen. Wenn... Okay. Hat wenigstens einen Vorteil. Er hat mich nicht angreifen können, diese Runde. Und jetzt lass mich mal abhauen. Das war ja gar nicht so nett. Ein X-Treffer dazu. Und hier scheint wohl nicht mehr versteckt zu sein. Gut, dann kämpfen wir. Wie, du willst nicht kämpfen? Aber der will kämpfen. Hey, ich bin ein Cop.
Boah, da sehe ich gleich zwei Velosis auf einmal. Tatü, tata, die Sirene kann ich ganz gut. Pokémon-Kämpfe übrigens auch, ja. Mach dich ruhig lächerlich, sowas man Polizisten nicht für voll nehmen braucht. Polizist Beta. Ich hätte auch gerne einen Beruf, der mit M anfängt, nur damit ich... Was gibt's denn für Berufe, die mit M anfangen? Wegen meinem Namen. Keine Ahnung. Marco McDonalds Besitzer. Mir fällt gerade kein Job mit M ein. Ein bisschen peinlich, aber... ja, genau jetzt kämpfe ich gegen einen Pokémon, wo Fehlattacken nicht effektiv sind. Das ist blöd für mich. Okay, versuchen wir es. Okay, sein Scheiß ging erstmal daneben. Das ist ja nur ein Vulcano. Kein fettes Arcani, so wie ich eins habe. Okay, das war ein mieser Schaden. Ich hoffe... Ne, das sollte eigentlich ganz gut sein, weil jetzt mache ich das noch. Aber ich glaube nicht, dass ein Ruckzuck-Keep ausreicht, um es zu besiegen. Ach ne, komm, machen wir noch einen Sternschauer mehr. Und seine Attacke geht nochmal daneben. Okay, diesmal einer von wenigen Fällen, wo es für den Computer nicht gut läuft. Aber das sind eigentlich die Sachen, die sonst mir alle passieren würden. Beta, alle Achtung, du bist viel mutiger als ich. Ich weiß. Und jetzt lass mich gehen. Tauschen mal wieder. Ja, ich denke schon. Unser Training macht sich ganz gut hier. So, erstmal holen wir dich. Die haben auch keine Angst, wenn ich ankomme mit so fetten Brocken. Interessanterweise. Ich glaube, jetzt sollte es nur noch eins sein. Okay, die machen da ihren Scheiß. Ey Mann, wo ist das letzte? Habt ihr das? Hey Mann! Diese olle Bushaltestelle ist schwerer als sie aussieht! Lass uns das Ding mitnehmen, unsere Bude damit dekorieren! Ha, coole Idee. Wie? Das war's? Okay, dann wollen wir die mal nicht weiter stören. Tut mir leid, dass ich noch gefragt habe. Ja, die machen da ihr Ding. Und der Weg hier ist noch geschlossen. Also ich darf den Bus nicht fahren. Das ist hier so eine Rock-Bottom-Situation. Wie man sie aus SpongeBob kennt. Ich darf nicht zu Fuß hier durch. Aber die Bushaltestelle, die versuchen die gerade mitzunehmen. Aber ich... Ja, was soll denn das jetzt? Ja, dann lass mich doch gehen. Ich darf nicht mal mehr wieder abhauen. Ich bin wirklich in Rock-Bottom angekommen. Gut, darf ich jetzt ja auch gehen? Ich check nicht mal, was das hier sollte gerade. Ich muss noch... Ach, komm schon. Schön, dass mein Charakter extra stehen bleibt, um sich von so einem Ibitak überführen zu lassen. Ganz schön nervig. Ich muss noch Ausschau halten nach einem Velusi. Weil ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, habe ich nämlich nur 7 von denen gefunden und muss noch einen mehr irgendwie haben. Ich frag noch mal. Ja, seht ihr, eins fehlt noch. Seht ihr das irgendwo? Es ist nicht hier drin. Oh, fuck, ey. Gut. Oh, das ist ein Pampam. Das könnte ich gegen einen Vulnara tauschen. Aber ich will kein Vulnara im Team haben. Die sind mir zu schwach an sich. Also, die haben nur... Die haben viel KP. Das ist das Gute an denen. Aber die haben weder guten Angriff noch eine gute Verteidigung dazu. Ach da, jetzt habe ich dich. Gut. Hinter dem Schild. Alle sind wieder da. So, jetzt gib mir eine fette Belohnung. Was kann ich euch sagen soll? Du hast mir einen Riesen gefallen, Flutan. Das ist für dich. Ein ewiges Eis.
verstärkt Eisattacken. Oh, wow, ich krieg Geld und nicht mal allzu wenig. Das hat mir sehr gut gefallen.